Der grinsende Mann. Ich wollte meine Geschichte mit euch teilen, weil es wirklich unheimlich war und das vor einigen Tagen passiert ist. Ich bin nicht die Art von Person, die schnell Angst bekommt, aber dieser Vorfall hat mich in Panik versetzt. Ein paar Informationen über mich. Ich bin 19, weiblich und lebe alleine. Ich verbringe meine Zeit gerne zu Hause und allein. Meistens chille ich mit meinen zwei Katzen, schreibe, lese und höre Musik. Aber an diesem Abend war mir sehr langweilig und ich wollte etwas unternehmen. Also entschied ich rauszugehen und etwas Zeit im Stadtzentrum zu verbringen. Ich lebe 10 Kilometer von dem Zentrum entfernt und daher beschloss ich, mit dem Bus zu fahren. Denn an dem Tag war es wirklich kalt und es hatte geschneit, weshalb ich nicht mein Fahrrad nehmen konnte. Ich verließ das Haus gegen 5 Uhr nachmittags und kam ungefähr um 6.30 Uhr im Zentrum an. Ich steuerte auf das Einkaufszentrum zu und sah mir einige neue eröffnete Geschäfte an und schaute nach Inspirationen für Weihnachtsgeschenke. Ich wollte auch noch zu einem kleineren Kaufhaus in der Nähe gehen und machte mich auf den Weg dorthin. Als ich nach draußen kam, war es sehr kalt und hatte wieder angefangen zu schneien. Deswegen entschied ich, eine Abkürzung durch ein anderes kleines Kaufhaus zu nehmen, das für längere Zeit leer gestanden war und nur ein Lebensmittelgeschäft hatte. Das Kaufhaus war leer und ich betrat den Gang. Nach 5 Metern bemerkte ich, dass jemand vor mir stand. Auf den ersten Blick sah er aus wie ein mittelalter Mann, der einfach nur rumstand und ins Leere starrte. Ich dachte mir nichts dabei, vielleicht war ihm kalt und er wollte sich aufwärmen. Also lief ich weiter. Kurz darauf schien er mich kommen gehört zu haben, denn er drehte sich um und starrte mich direkt an. Wieder dachte ich mir nichts dabei. Jedoch, als ich näher kam, sah ich das Gesicht des Mannes und erschrak ein wenig. Sein Gesicht war sehr dreckig, mit vielen kleinen Narben und wirklich großen Augen. Er war ziemlich groß, dünn und seine Haltung etwas gekrümmt. Trotzdem entschied ich, ihn nicht zu beachten und einfach schnell an ihm vorbeizugehen, weil ich den Ausgang schon sehen konnte. Aber als ich an ihm vorbeilief, traf ich ungewollt seinen Blick und bekam einen furchtbaren Schreck. Er fing an, etwas zu summen, das sich wie ein Schlaflied anhörte, und ein schrecklich finsteres Grinsen zog sich über sein ganzes Gesicht. Schnell sah ich weg und rannte fast zu dem Ausgang. Ich blickte nicht zurück, bis ich in dem anderen Kaufhaus war. Ich war erschrocken, aber dachte, dass er nur ein Drogenabhängiger oder Betrunkener sei, weil das in diesem Teil der Stadt sehr häufig vorkommt. Ich verbrachte einige Zeit in dem anderen Kaufhaus und dachte bald nicht mehr an diesen Zwischenfall. Die Zeit verging schnell und gegen 8.30 Uhr beschloss ich, etwas zu essen zu kaufen und mich dann auf den Weg nach Hause zu machen. Ich lief zu dem Lebensmittelgeschäft, nahm einige Zutaten für einen Salat und ging zur Kasse. Die Schlange war lang und weil nur eine Kasse geöffnet war, musste ich einige Zeit warten, bis ich an der Reihe war. Als ich bezahlt hatte und wartete, während der Kassierer das Geld zählte und mir das Rückgeld raussuchte, warf ich einen Blick zu dem Ausgang des Kaufhauses. Mir blieb das Herz stehen. Dort stand derselbe Mann, beobachtete mich und grinste. Ich spürte, wie sich mein Puls erhöhte und packte schnell meine Sachen zusammen und lief an ihm vorbei nach draußen, ohne ihn anzusehen. Ich ging zu der Bushaltestelle, um auf meinen Bus zu warten, da er in ungefähr 5 Minuten ankommen sollte. An der Haltestelle waren viele Leute, was mich überraschte angesichts der relativ späten Uhrzeit und weil dieser Bus für gewöhnlich ziemlich leer war. Wie auch immer, ich setzte mir meine Kopfhörer auf und hörte Musik, bis der Bus kam, ohne wirklich auf meine Umgebung zu achten. Ich war so ziemlich die letzte Person, die den Bus betrat, weil ich etwas abseits gewartet hatte, und als ich reinkam, waren alle Plätze besetzt, sodass ich mitten im Bus stehen musste. Die Fahrt ging schnell vorbei, weil ich mich auf die Musik konzentrierte und ein wenig abdriftete. Als meine Haltestelle kam, ging ich nach draußen und lief nach Hause. Von der Haltestelle bis zu meinem Haus sind es ungefähr 20 Meter, also nicht schlecht. Nach mir ist noch eine weitere Person ausgestiegen und lief mit etwa 10 Metern Abstand hinter mir. Bei dem Haus angekommen, drehte ich mich um zu sehen, ob die Person mein Nachbar war, sodass ich die Tür aufhalten konnte. Denn es war aus unerfindlichen Gründen nicht ungewöhnlich, dass ich denselben Bus wie meine Nachbarn nahm. Aber ich konnte niemanden sehen und ging daher in den Flur und zu meiner Tür. Ich hörte ein Geräusch, das von der Haupteingangstür kam, als ob jemand versuchte, die Tür gewaltsam zu öffnen.
Fast wäre ich hingegangen, um nachzuschauen, aber irgendetwas fühlte sich nicht richtig an. Ich betrat meine Wohnung und schloss die Tür sorgfältig ab. Die Fenster meiner Wohnung gehen zu der Straße, die zu dem Haus führt, also schaute ich nach, ob ich jemanden, vielleicht meinen Nachbarn, an der Tür sehen konnte oder so. Aber da war niemand mehr, deshalb begann ich, meine Sachen auszupacken. Danach ging ich zur Küche, um mir ein Glas Wasser zu nehmen, und blickte auf die Straße. Dort sah ich eine schattenhafte Gestalt stehen. Ich bekam dieses ungute Gefühl im Magen und entschied mich, die Rollläden herunterzulassen. Denn ich lebte in der ersten Etage und von der Straße aus kann man in meine Wohnung sehen. Nachdem ich getrunken hatte, ging ich ins Wohnzimmer, um fernzusehen, und schlief ein, weil ich sehr müde war. Um 11.30 Uhr wachte ich durch ein seltsames Geräusch auf, das von meinem Balkon kam. Ich dachte, dass es irgendwelche Teenager wären, die mal wieder Schneebälle gegen das Balkonfenster warfen, denn es wäre nicht das erste Mal. Ich stand auf und lief zur Küche, wo meine Balkontür ist, und lugte durch die Rollläden. Und was ich sah, ließ das Blut in meinen Adern gefrieren und mein Magen drehte sich um. Es war derselbe Mann von dem Shoppingcenter. Er klopfte gegen das Balkonfenster und grinste. Ich trat zurück und griff nach meinem Handy in meiner Tasche, um die Polizei zu rufen. Ich glaube, dass der Mann mich gesehen hat, als ich durch die Rollläden schaute. Denn ich konnte undeutlich hören, wie er sein Schlaflied summte und sagte: Ich habe dich schon gesehen. Verstecken ist sinnlos. Komm raus, ich will dich nur was fragen. Ich hatte derart Angst, dass ich dachte, ich müsste mich übergeben. Ich rief die Polizei an und hörte immer noch, wie der Mann klopfte. Ich habe mich nicht bewegt, war völlig still. Ich stand da, hielt die Tränen zurück und wartete auf die Polizei, was mir wie Stunden vorkam. Nach 10 Minuten hörte er auf zu klopfen und schrie. Dann hörte es plötzlich alles auf. Kein Geräusch, kein Klopfen, nichts. Ich hörte, dass ein Auto auf den Parkplatz fuhr und später erneut nach draußen. Es war die Polizei. Ich lief vor das Haus, um eine Personenbeschreibung des Mannes zu geben, und erzählte ihnen, was passiert war. Die Polizei sagte, dass sie die Gegend überprüfen würden, aber es sei möglich, dass der Mann in den naheliegenden Wald gerannt war, um zu entkommen. Sie gingen aber, sagten, dass sie zurückkommen würden, falls sie etwas fänden. Letztendlich hat die Polizei nichts und niemanden gefunden. Es gab nichts, was sie noch tun konnten. Sie sagten, dass ich mich melden sollte, falls er wieder auftauchen würde. Die Tatsache, dass niemand meiner Nachbarn in der Nähe war oder etwas gehört oder gesehen hatte, machte es noch schwieriger. Es war wahrscheinlich nur ein drogenabhängiger Stalker, und wer weiß, was geschehen wäre, wenn das Glasfenster zu meinem Balkon frei gewesen wäre und meine Balkontür nicht verschlossen. Unnötig zu erwähnen, dass es mir furchtbare Angst gemacht hat und mich gut überlegen lässt, ob ich mein Haus alleine nach Anbruch der Dunkelheit verlasse. Da war etwas im Keller. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich ungefähr 12 war, und meine Mom zog ein ganzes Stück weg von dem Vorort, in dem ich zur Schule ging. Für längere Zeit lebte ich deswegen bei meinem Dad. Als er dann seine neue Freundin traf, zog er halb bei ihr ein, weil es näher an ihrem gemeinsamen Arbeitsplatz lag. Jedenfalls lebte ich mehr oder weniger alleine in dem Haus meines Dads für einige Jahre, zwischen 2008 und 2014. Abgesehen von den monatlichen Besuchen, die mein Dad machte, um seine Post zu holen, hatte ich das ganze Haus für mich alleine, und die meiste Zeit war es ein Riesenspaß. Dennoch, völlig alleine in diesem Haus zu sein, während es Nacht war, beunruhigte mich etwas während des ersten Monats, aber nach und nach gewöhnte ich mich daran. Nach 1 oder 2 Jahren fühlte ich mich kein bisschen unwohl, auch wenn das Haus manchmal etwas unheimlich war. Nachdem ich einige Jahre dort gewohnt hatte, Partys feiernd und für einen 17-Jährigen einfach eine tolle Zeit verbrachte, passierte etwas Seltsames. Ich stand vor dem Haus und hatte das eigenartige und starke Gefühl, dass jemand zu Hause war, was ich vorher noch nie erlebt habe. Wie gesagt, mein Dad schaute ab und zu vorbei, um die Post abzuholen, aber mir fiel auf, dass der Parkplatz leer war. Ich kontrollierte die Haustür und sie war abgeschlossen. Ich tat es daher einfach ab und ging nach drinnen.
Ich ließ sofort meinen Rucksack neben der Tür fallen, schaltete den Fernseher als Hintergrundgeräusch ein und setzte mich an meinen Laptop, um meine Arbeit wegzuschicken, die ich an diesem Tag abgeben musste. Plötzlich hörte ich laut und deutlich, wie unten die Waschmaschine geöffnet wurde, einige Klamotten rausgenommen wurden und dann das typische Geräusch des Trockners, in den jemand nasse Kleider legt. Den Drehregler, alles. Im ersten Moment erstarrte ich vor Schreck, weil ich nach wie vor eine Präsenz oder etwas spürte, aber gleichzeitig versucht hatte, es zu ignorieren, um mich besser zu fühlen. Aber dann fiel mir ein, dass die Freundin meines Dads in der vorherigen Woche Probleme mit den Wasserleitungen gehabt hatte. Und ich vermutete einfach, dass er sie hier abgesetzt hatte, damit sie die Wäsche waschen konnte, während er einige Besorgungen erledigte, was erklären würde, warum der Parkplatz leer war. Ich fühlte mich irgendwie erleichtert, rief der Freundin meines Dads eine Begrüßung zu, die unbeantwortet blieb, aber da gleichzeitig die Geräusche der Waschmaschine und des Trockners zu hören waren und es so tief unten im Keller lag, vermutete ich, dass sie es wahrscheinlich nicht gehört hatte. Dann hörte ich, wie die Tür des Trockners zugeschlagen wurde, das Umschalten des Drehreglers und schließlich die festen Schritte von jemandem, der zu der Treppe ging, die nach oben führte. Das Haus war so angelegt, dass ich, während ich im Erdgeschoss am Küchentisch an meinem Laptop saß, nur ein bisschen meinen Hals nach links strecken musste, um den Flur zu sehen, der zu der Treppe führte. Ich konnte jeden Schritt hören, das gewöhnliche Knarren der Treppe, alles wie immer. Und als die letzte Stufe erreicht war, grüßte ich die Freundin meines Dads, nur um zu sehen, dass niemand auftauchte. Für einige Sekunden starrte ich nur schweigend, rief ein paar Mal erneut ihren Namen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich wie erstarrt meine Kopfhörer festhielt und nur hoffte, dass sie gleich den Kopf um die Ecke stecken und lachen würde, als ob es nur ein Witz gewesen sei und der Tag würde wie immer weitergehen. Aber nein, nichts. Langsam ging ich zu der Treppe und erwartete, sie zu sehen, wie sie, warum auch immer, auf halber Strecke gestoppt hatte. Sogar diese Möglichkeit ließ mich aus irgendeinem Grund erschaudern. Aber da war einfach niemand, nichts. Ich sah, dass der Keller so dunkel wie immer da lag, auch mitten am Tag. Mit zitternder Stimme rief ich noch ein letztes Mal nach ihr, hoffend, dass es irgendein Streich war. Ich schaltete alle Lichter ein, lief zu den Schränken, hinter denen sich Waschmaschine und Trockner befanden, und alles war ausgeschaltet, kalt und immer noch unbenutzt seit ungefähr einer Woche. Ich erinnere mich sehr genau an den Kontrast zwischen der Gemütlichkeit, zu Hause zu sein, völlig entspannt, am helllichten Tag einfach die Zeit zu genießen und vor Angst und Widersprüchen wie gelähmt zu sein. Ich schwöre bei Gott, ich hörte das und vermutete ganz ehrlich, dass jemand eine Stunde bei mir war und die Wäsche wusch. Ich rief direkt meinen Dad an und er war mit seiner Freundin auf einem romantischen Kurzurlaub, 4 Stunden weiter nördlich. Ich schlief oben, bis er das Haus verkaufte, einige Jahre später. Ich kann ihm nicht entkommen. Als ich im Bett lag und versuchte einzuschlafen, wurde ich das Gefühl nicht los, dass mich etwas beobachtete. Ich versuchte es zu ignorieren, sagte mir, dass es nur meine Einbildung ist, aber das Gefühl wurde nur noch stärker. Ich setzte mich langsam hin und sah mich in dem dunklen Zimmer um. Ich konnte nichts Ungewöhnliches erkennen, aber immer noch spürte ich Blicke auf mir. Ich entschied mich aufzustehen und das Licht anzuschalten, in der Hoffnung, dadurch würde das gespenstische Gefühl vertrieben werden. Als ich meine Hand nach dem Lichtschalter ausstreckte, hörte ich ein leises Flüstern in meinem Ohr. »Schalte nicht das Licht ein«, zischte es. »Du willst nicht sehen, was hier bei dir ist.« Mein Herz schlug heftig in meiner Brust, als ich zögerte, meine Hand zitternd über dem Lichtschalter. Ein Teil von mir wollte das Licht einschalten und mich dem stellen, was in der Dunkelheit lauerte. Aber ein anderer Teil hatte entsetzliche Angst davor, was ich finden würde. Ich holte tief Luft und nahm meinen ganzen Mut zusammen. Ich knipste das Licht an und zu meinem Schrecken sah ich die Gestalt meiner Albträume in der Ecke meines Zimmers stehen. Es war groß und dünn, mit blasser Haut und dunklen, leeren Augen. Es starrte mich mit einem boshaften Grinsen an, seine langen Finger zuckten erwartungsvoll.
Ich versuchte zu schreien, aber kein Ton kam über meine Lippen. Ich war erstarrt vor Angst, unfähig, mich zu bewegen oder zu sprechen. Die Gestalt bewegte sich langsam auf mich zu. Seine Schritte hallten in der Stille meines Zimmers wieder. Ich schloss meine Augen und machte mich auf das Schlimmste gefasst. Jedoch, anstatt der Berührung der Gestalt, hörte ich ein lautes Krachen und spürte einen Windstoß. Ich öffnete meine Augen und sah, dass das Fenster zerbrochen und die Gestalt verschwunden war. Ich weiß nicht, wie es entkommen ist oder warum es beschlossen hat, mich zu verschonen. Alles, was ich wusste, war, dass ich dieses Zimmer sofort verlassen musste. Ich schnappte mir meine Sachen und rannte aus dem Haus. Ich hielt nicht an, bis ich das Haus meines Freundes erreichte und in Sicherheit war. Dort angekommen, rief ich bei der Polizei an und erzählte ihnen, was geschehen war. Sie kamen zu meinem Haus und durchsuchten es, aber fanden nichts Auffälliges. Sie überprüften sogar das Fenster, aber es gab keinerlei Anzeichen von dem zerbrochenen Glas oder der Gestalt, die dadurch entkommen ist. Sie sagten mir, dass ich ruhig zu meinem Haus zurückkehren könnte, aber ich hatte immer noch zu große Angst, um mich dort aufzuhalten. Ich entschloss mich, für einige Tage bei meinem Freund zu bleiben, bis ich mich bereit fühlen würde, zurückzugehen. Als ich schließlich zu meinem Haus zurückkam, war ich nervös, aber entschlossen, mich meinen Ängsten zu stellen. Ich ging ins Bett, entschieden, fest zu schlafen. Aber als ich da lag und versuchte wegzudösen, spürte ich das vertraute Gefühl, beobachtet zu werden. Ich öffnete meine Augen und sah die Gestalt am Fuß meines Bettes stehen, seine dunklen Augen auf mich gerichtet. »Du kannst mir nicht entkommen«, flüsterte es. Ich wollte schreien, aber auch dieses Mal kam kein Ton über meine Lippen. Die Gestalt streckte eine Hand aus und berührte mein Gesicht. Und ich spürte ein plötzliches, überwältigendes Gefühl von Furcht. Als ich da lag, starr vor Angst, begriff ich, dass die Gestalt nicht einfach irgendein Monster war. Es war der Ausdruck meiner eigenen Sorgen und Ängste, zum Leben erweckt durch mein eigenes Hirn. Egal wohin ich gehe, es wird immer bei mir sein. Egal wie schnell ich renne, es wird mich immer einholen. Ich kann ihm nicht entkommen.